finde es wichtig, dass alle demokratischen Parteien miteinander koalieren. Schwarz-Grün wäre eine interessante Perspektive auch im Bund, und ich glaube, mit Merkel ist das machbar. Merkel wäre sicherlich bereit, der Macht wegen schon, auf den geplanten Ausstieg aus dem Atomausstieg zu verzichten. Und das wäre eine interessante Perspektive auch auf Bundesebene. Und wie beurteilen Sie die Arbeit in Hamburg? Was ich höre, ich bin ziemlich weit weg in Baden-Baden von Hamburg, was ich höre, was ich lese, interessant und positiv. Besser als wenn das eine rot-grüne Regierung wäre. Glauben Sie an eine schwarz-grüne Regierung im Saarland jetzt? Also im Saarland glaube ich eher nicht an eine schwarz-grüne Regierung. Ich könnte mir eher vorstellen, rot-rot, das sind die alten Verbindungen. Oskar ist eine Nummer noch im Saarland. Und vielleicht wäre das der Beginn der Wiedervereinigung der Linken, was dem deutschen Parteiensystem sehr, sehr gut täte. Wir hätten endlich eine hochinteressante Alternative zu Schwarz-Gelb, eine ganz andere, viel kraftvollere, als sie bis jetzt da sind. Das sind ja immer nur Mehrheiten, die um 1, 2, 3 Stimmen gehen. Und das kann nie eine kraftvolle Regierung geben. Also Rot, Rot, Grün wäre bundespolitisch, wenn es vom Saarland ausginge, eine hochinteressante Perspektive. Neben Schwarz-Grün. Vielen Dank.